Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Softspoken ASMR-Video. Heute möchte ich dir gerne meine neuen veganen Dog Boots zeigen, vorstellen. Von der Firma Wills, glaube ich, heißen die. Ich habe mir extra hier eine Seite geöffnet, oder die Seite von der Firma Wills oder Wills veganshoes.com, und meine Schuhe wurden in Portugal, oder die Schuhe wurden in Portugal hergestellt. Aber ich glaube, die Firma ist aus England, meine ich, London. Ich meine, London steht hier auf dem Karton. Ich möchte dir zunächst einmal gerne erst die Schuhe zeigen und dann können wir uns ja noch mal ein paar Infos dazu ansehen. Ich habe mich gerade erschrocken, dass sie sie auf der Homepage reduziert hatten. Ich habe sie für 125 Euro gekauft, ohne extra Versandkosten, alles schon drin. Und jetzt sind sie für 109 drin, aber ich habe auch gesehen, dass sie die kastanienbraunen, die ich mich entschieden habe, gar nicht mehr in meiner Größe haben, sondern erst ab 40 oder 41, meine ich. Daher war ich etwas erleichtert. Aber jetzt steht es irgendwie andersrum. Jetzt steht da, dass es ab der 41 nicht verfügbar ist und alles drunter ist noch verfügbar. Jetzt bin ich gerade etwas irritiert. Aber nee, man kann das nicht in den Warenkorb legen. Zumindest. Doch, es geht. Der Button für in den Warenkorb legen sieht nur so blass aus. Das ist ja meist dann immer der Fall, wenn etwas nicht geht auf einer Homepage. Egal. Auf jeden Fall stehen sie jetzt aktuell für 109 Euro drin. Und ich habe sie wirklich erst vor etwas mehr als einer Woche bestellt. Vielleicht zwei Wochen, anderthalb Wochen. Okay. Du wirst sie wahrscheinlich jetzt sowieso schon im Thumbnail gesehen haben, weil ich finde es doof, jetzt nur mich mit Karton später zu fotografieren. Ich habe das Foto jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgenommen für das Video. Ich weiß also noch nicht, wie ich es mache, aber ich denke schon, dass ich sie zeigen werde. Sind diese wunderschönen chestnut-braunen veganen Lederschuhe sozusagen, die ich dir gleich mal von nahem zeige. Ich finde es einfach unfassbar, was heutzutage alles möglich ist mit veganen, pflanzlichen oder synthetischen Sachen. Wahnsinn. Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr steif, muss ich sagen. Also, ich hoffe, man kann sie einlaufen. In den Rezensionen auf der Page gab es unterschiedliche Meinungen. Ganz viele haben kommentiert, dass es die besten Boots sind, die sie haben, oder besten Schuhe. Andere haben geschrieben, sie haben sich schon mal vor Jahren welche gekauft und freuen sich, dass sie sie jetzt nochmal kaufen können. Andere sagen, die Ferse ist blutig gelaufen und die Schuhe lassen sich irgendwie selbst nach Monaten immer noch nicht einlaufen. Was mir tatsächlich auch ein bisschen aufgefallen ist, als ich drin gelaufen bin, dass es so eine Innennaht gibt. Das ist, glaube ich, diese Naht oder irgendeine Naht innen drin. Ja, irgendeine Naht ist da drin, die so wie hier hoch geht innen drin. Und die reibt ein bisschen an der Ferse leicht, aber
Mal sehen, vielleicht gibt sich das noch. Und die Schuhe sind innen drin gefüttert. Die Sohle in sich ist nicht gefüttert, die ist eher glatt, so wie sich Leder anfühlen würde. Aber die ganzen Seiten sind eben weich, weich, weich. So plüschig, so wie bei Teddyfutter. Ja, die gibt es auch in verschiedenen Farben, in Schwarz und in Grau zum Beispiel. Aber mich hatte eben das Kastanienbraun besonders angesprochen, weil es mir einfach auch am besten steht. Und es einfach so ein schöner, warmer, gemütlicher Farbton ist. Und wie du sehen kannst, haben wir eine sehr, sehr stark, hier steht es nochmal, in Portugal gemacht, hergestellt. Die haben eine unglaublich stark profilierte Sohle, richtig dick profiliert. Also die werden auf jeden Fall sehr stark den Stuhl schützen, den Fuß stützen. Ich finde auch den Gedanken, mit Barfußschuhen durch den Winter zu gehen, auch richtig toll, als diese dicken, klobigen Schuhe. Aber bis jetzt habe ich mich da noch nicht dran getraut. Es gibt ja auch bei Barfußschuhen gefütterte, die so ein bisschen weich gefüttert sind. Und ich fand ehrlich gesagt Barfußschuhe meistens immer ziemlich unattraktiv, so wie sie aussehen. Ich meine, natürlich geht es in allererster Linie um unsere Gesundheit, ist ganz klar. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt immer schönere Barfußschuhe. Gleich noch ein paar Schuh-Sounds. Ich will erstmal noch ein paar Infos dir darüber geben, falls es dich natürlich interessiert. Ansonsten kannst du ja diesen Part überspringen, denn ich werde auf jeden Fall wieder die Timestamps, die Zeitstempel wieder für dich erstellen, sodass du die einzelnen Abschnitte im Video hast. Diese Stiefel sind seit ihrer Einführung im Jahr 2015, also schon 9 Jahre, eine unserer beliebtesten. Du hast die Wahl zwischen dem feinsten veganen Wildleder, das wir kennen. Das Obermaterial hat eine weiche Narbung, die sich bewegt, wenn du mit der Hand darüber fährst. Also so dieses leicht samtige. Und italienischem veganen Leder, das zu 69% aus biobasierten Materialien besteht. Diesen Stiefeln können sie einiges erledigen. Okay, eben haben sie einen noch mit Du angeredet und jetzt siezen sie ein, das ist ein bisschen weird. Sowohl für Offroad-Touren als auch für das Laufen in der Stadt. Der Kragen ist gepolstert und die Schnürsenkelhaken lassen sich fest anziehen mit 9 extra starken Schnürsenkeln aus recyceltem Polyester. Die Laufsohlen halten jahrelang bieten mit ihrem tiefen Profil sowohl im Schlamm als auch auf dem Bürgersteig eine gute Traktion. Hergestellt in Portugal, aber trotzdem irgendwie italienisch, okay. Zertifiziert klimaneutral, genau. Am Ende ihrer Nutzung kann man die Schuhe über ihren Recycling-Service in neue WVS-Oberteile und Laufsohlen umwandeln. Wählen Sie zwischen, genau das hatten wir schon, atmungsaktiv und wasserabweisend. Griffig, strapazierfähige Laufsohlen, lange, robuste Schnürsenkel, schmiegsame Einlegesohlen. Genau, Nachhaltigkeit, Ethik, zertifiziert kunststoffneutral. Es wird aus den Niederlanden über unsere klimaneutrale Lieferkette in Papier- und Kartonverpackungen zu Ihnen geliefert. Genau, aber wie gesagt, irgendwie stand auf dem Karton oder so auch noch London.
Also haben wir jetzt Italien, Niederlande, Portugal und London. Spannend. Best boots I've ever worn. Love the boots, beautiful quality, great und so weiter. Das sind die Rezensionen. Genau, also die Farben, die sie haben. Schwarz, dunkelblau, veganes Wildleder, veganes Wildledergrau, Kastanie, hellbraunes veganes Wildleder, dunkelbraun veganes Wildleder und puderblau veganes Wildleder. Interessant. Genau, so sehen dann die Grauen aus zum Beispiel. So sehen die Grauen aus. Das sind meine. Genau, das sind so ganz helle. Das sind so diese Dock Boots, finde ich, was man so kennt von Dockers oder wie die Firma heißt. Die sehen auch cool aus, so diese Wildlederoptik. Aber die würden mir persönlich zu schnell dreckig werden und schwarz werden. Das wäre mir zu pflegeintensiv. Und die ich jetzt habe, die lassen sich einfach super abwischen, wenn mal was rankommt. Genau. Aber das sind dann sozusagen die Varianten. Da hatten wir jetzt noch unsere Infos dazu. Sehr gut. In den Flugmodus gehen, um keine lauten Benachrichtigungen zu bekommen. Und ich zeige dir noch den Karton. Ja, und da steht tatsächlich London. Hier drum war dann nochmal so eine ebenso farbige Papiertüte, in der sie dann geliefert wurden. Wills Vegan Store London, established 2012. Also haben sie die Schuhe 3 Jahre nachdem sie sich gegründet haben, dann auch schon ins Leben gerufen. Make a positive choice. Camel-Farbton. Aber die Schuhe sind ja auch recht klobig, sozusagen. Was ja auch wichtig ist im Winter, dass man schön geschützt ist von Nässe und Dreck und Kälte. Und die Schuhe sind einfach so hochwertig verarbeitet. Das muss man wirklich sagen. Prima Loft, Feely Performance Insulation Eco. Also die innen drin, die Fütterung, beziehungsweise auch wahrscheinlich die Sohle. Alles. Ich bin mal gespannt, ob sie sich gut einlaufen lassen, wie vor allen Dingen die ersten Strecken so draußen sind. Bis jetzt habe ich sie wirklich nur mal ein paar Minuten zu Hause, bin ich damit umhergelaufen. Aber es wird sich dann erst zeigen, wenn man wirklich richtig draußen unterwegs ist. Ich habe momentan sehr kurze Nägel, weil sie immer wieder gerissen oder gebrochen sind. Deswegen kann ich leider gerade momentan nicht so schöne Nägel-Tapping-Sounds machen.
und ich sträube mich dagegen, Plastiknägel aufzukleben, weil man entweder diese Klebepads dann immer wieder kaufen muss und die muss man ja dann sicherlich auch aus dem Nagel irgendwie wieder heraus, also ein bisschen rauslösen, ablösen wieder oder wegwischen, sonst hat man immer mehr Kleber da dran, wenn man ein Klebepad über das nächste klebt. Und diesen richtigen hart, also festen Nagelkleber möchte ich meinen Nägeln ehrlich gesagt nicht antun. Ich würde ja dann auch nur für ein Video diese Nägel mal drauf machen und sie eben nicht wochenlang drauf haben müssen, weil sie einfach überhaupt nicht alltagstauglich sind. Hatte meine Frau bei Aldi oder so gesehen, an der Kasse oder irgendwo im Supermarkt, ihr ist ihre Karte, ihre EC oder Kreditkarte runtergefallen und sie hatte diese langen Krallen, diese künstlichen. Und sie hatte wirklich Probleme, diese Karte zu greifen und sie anzufassen und hochzubekommen. Ich mag es sehr, wie alles so schön farblich aufeinander abgestimmt ist. Die Nähte, die Sohle, die verschiedenen Schichten der Sohle. Alles so schön in verschiedensten Braun- oder Beige-Tönen. Hier ein bisschen dunkler hier oben. Also wirklich ein sehr, sehr schön gestalteter Schuh. Kann man wirklich nicht sagen, finde ich. Was ein bisschen vielleicht unpraktisch so auf Dauer ist, ist, dass man immer die Schnürsenkel hier oben drumherum binden muss und wieder abnimmt, um rauszukommen. Also man muss sie jedes Mal wieder lösen, um die Schnalle vorzudrücken, um dann mit dem Fuß rauszukommen. Man hat jetzt hier keinen Reißverschluss oder so, um mal schneller in den Schuh reinschlüpfen oder eben rausschlüpfen zu können. Das ist dann schon immer ein bisschen unpraktisch. Ich denke, damit kann ich leben, solange sie bequem sind. Eine sehr, sehr, sehr steife Sohle, was, glaube ich, eigentlich für unsere Füße nicht gut ist, wenn es zu steif ist. Wir brauchen eigentlich immer eine gewisse Flexibilität für unsere Füße. Aber das mache ich auch meistens wirklich nur im Winter. Im Sommer habe ich sehr flexible Espadrille-Schuhe. Ich habe mir hier noch ein paar Pinsel hingelegt. Sound. Da hatte ich so das Bedürfnis, eher gröbere Pinsel zu nehmen. Weil ich eben die Sounds so richtig schön herausstellen wollte. Fasziniert davon oder darüber, was es für dicke, stabile Nähnadeln geben muss, um durch so einen dicken Stoff durchnähen zu können. Da muss ja alles hier reingenäht worden sein in diesen super dicken Stoff, ohne dass die Nadel bricht.
Dann haben wir noch einen feineren, groben Pinsel, einen kleineren. Meine letzten Tage, denen ich 38 bin. Ich habe jetzt in dieser Woche, in der ich dieses Video aufnehme, am Sonntag, am 10.11. meinen Geburtstag. Dann bin ich schon 39. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und nächstes Jahr habe ich dann genau meinen 40. in 2025. Das fühle ich irgendwie noch gar nicht, dass ich dann ab der 40 auf die 50 zugehe. Ich verlinke dir sehr gerne die Schuhe. Wenn du dich dafür interessierst, sie haben auch noch andere vegane Schuhe, also auch Stiefeletten zum Beispiel. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sie sich tragen lassen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich dieses Video hier veröffentlichen werde, bearbeiten und veröffentlichen werde. Ob ich sie bis dahin dann schon ein bisschen getragen habe. Sollte ich das aber gemacht haben, dann versuche ich dran zu denken, unter diesem Video dann zu schreiben, wie sie, ja, wie bequem oder unbequem sie sind, wie gut sie sich laufen lassen. Ich habe jetzt nur noch ein sehr kurzes Zeitfenster, denke ich, in dem es ruhig ist unter mir. Ist jetzt so 16:45 in etwa oder so? Oder ist es schon später? Nee, es ist schon 17.15 Uhr. Und meistens so gegen 17.30 Uhr geht es hier unten dann los. Dass es lauter wird, dass der Junge dann zurück ist von der Schule. Und die Tochter und so weiter und so fort. Deswegen komme ich jetzt auch langsam zum Ende. Ich hatte eben schon ein Video gedreht, freue mich also, gleich zwei Videos hintereinander gedreht zu haben. Und vor diesem Hintergrund kommt das Oberteil noch viel besser zur Geltung. Vorher habe ich mit meinem pinkfarbenen Hintergrund mit den weißen Streifen gefilmt. Das ist für mich eine Sommerdecke, eine Picknickdecke, aber eigentlich ist es ein Hammamtuch. Und das war doch relativ in Ton fast. Ich wurde vor diesem pinken Hintergrund und jetzt leuchtet es schöner. Ja, mit langen Nägeln kann man natürlich nochmal ganz andere Sounds machen. Das muss man einfach so sagen. Ich habe für mich bis heute immer noch keine gute Lösung gefunden, wie ich meine Nägel wirklich auf natürliche Weise durch Nährstoffe ganzheitlich festkriege, dass sie glänzen, dass sie keine Rillen mehr haben und dass sie fest sind. Entweder kriege ich sie glänzend, aber sie haben immer noch Rillen und sind dünn. Oder wenn ich viel MSM-Pulver nehme, also organischen Schwefel, dann werden sie fester. Aber sie fühlen sich, sie sind trotzdem nicht glänzend. Das ist für mich echt schon immer so eine Odyssee gewesen mit den Nägeln. Ich hatte mein Leben lang noch nie feste Nägel. Noch nie. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich beneide Leute, die so richtig schöne, starke Krallen haben. Die Schuhe sind das absolut wert, den Preis 125 Euro.
nicht meckern. Finde ich überhaupt nicht überteuert. Man vergisst immer als Kunde, wie viele Schritte nötig waren, um so ein Produkt am Ende fertig an den Kunden bringen zu können, zu senden zu können. Wie viel Zeit man für die Idee erst einmal gebraucht hat, ne, für das Design auf Papier, um es zu gestalten oder am Computer. Dann die Materialien zu finden, auszutüfteln, die Formbarkeit des Schuhs, dass es bequem ist, dass es stabil ist, dass es warm ist. Und das sind so viele Teile an diesem Schuh, die bedacht werden müssen, die Sohle. Dann rechtliche, bürokratische Sachen, die man abklären muss. Die Homepage, den Versand, die Verpackungsmaterialien. Deswegen 125 Euro ist absolut legitim. Ich finde 100 Euro schon fast wieder verschleudert für den Schuh, aber manch einer würde jetzt sagen, nee. Aber 100 Euro, 109 finde ich schon sehr günstig. Menschen müssen auch vernünftig für ihre Arbeit bezahlt werden. Das ist wichtig, dass wir Wertschätzung für die Arbeit anderer haben. Und auch für YouTuber. Da zähle ich mich auch mit rein, dass ich mir natürlich auch auf YouTube immer mehr wünsche, dass Menschen auch das wertschätzen, was YouTuber machen. Die Videos, die sie jede Woche uploaden, immer wieder kostenlos. Das ist auch viel, viel Zeit, die man da am Computer sitzt und natürlich auch erstmal hier Lebenszeit. Und deswegen, wir dürfen alle noch ein bisschen dankbarer durch die Welt gehen und mehr Wertschätzung an den Tag legen, finde ich. Für alles, was wir auf dieser Erde bekommen, von Mutter Natur und aber auch eben von Menschen mit genialen Ideen und viele Sachen uns den Alltag so bequem wie möglich und einfach wie möglich machen. Dadurch, dass wir in einer Überflusswelt leben oder Gesellschaft, nehmen wir doch vieles als sehr selbstverständlich hin, dass es immer da ist, dass uns immer wieder irgendwas kostenlos hinterhergeworfen wird oder immer zur Verfügung steht. Und das ist aber gar nicht so selbstverständlich. Stell dir mal vor, zum Beispiel YouTube würde komplett dicht machen. Das gäbe nichts mehr. Man könnte die Videos nicht mehr sehen oder, keine Ahnung, bestimmte Läden würden nicht mehr existieren. Natürlich würden wir trotzdem leben und existieren und würden das auch schaffen. Aber unser Leben wäre schon um einiges ärmer oder weniger angenehm. Oder dein Lieblingscafé macht zu mit deinem Lieblingskuchen oder deinem Lieblingslimonade, die sie hausgemacht gemacht haben. Es sind so viele Dinge, die irgendwie immer da sind, die uns doch erst auffallen, wenn sie dann nicht mehr da sind. Und ich freue mich so sehr, dass ich sowas kaufen durfte, dass es so eine Alternative überhaupt gibt. Denn viele Menschen wissen nicht, dass die Tiere für die Lederindustrie teilweise wirklich nur wegen ihrer Haut geschlachtet werden und nicht wegen des Fleisches als Nebenprodukt. Und deswegen möchte ich das ungern unterstützen. Auch wenn sicherlich veganes Leder auch umstritten ist mit Schadstoffen und Plastik und sowas, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber ich habe mich eben für diese Variante entschieden und freue mich sehr, dass ich die Option habe. Hoffe natürlich, dass die Schuhe jahrelang halten werden und dass sie vor allen Dingen bequem sind. Ich habe echt so ein bisschen Angst, dass sie nicht bequem sein werden. Und das war unser Video. Ich werde mir jetzt endlich mal was zu essen machen. Ich hatte heute nur 3 Bananen mit etwas Happy Hazel Nougat Creme so drüber geträufelt und Hanfsamen. Jetzt muss ich mal was Richtiges essen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Schön, dass du hier warst.
Leibern.